So, gehen wir nochmal auf die Seite von vorhin. So, klick, 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 klick. Ah, ich hab's. Also, hier steht, wie man Hitori Kakurenbo, das alleine Verstecken, beendet. So. Zuallererst füllt man einen Becher mit Salzwasser und die Hälfte packt man sich in den Mund. Sobald das erledigt ist, sucht man das Stofftier. Aha. Zweitens, nachdem man das Stofftier gefunden hat, besprüht man es mit dem Salzwasser aus dem Mund und dem übrig gebliebenen Salzwasser aus dem Becher. Warum so umständlich? Hä? Was ergibt das für einen Sinn? Kein. Naja, gut. Drittens, sagt man zu dem Stofftier Watashi no Kachi dreimal. Dreimal sagt man, ich habe gewonnen. Wow, das ist ja eine super Formel. Und dann ist Hitori Kakurenbo das alleine Verstecken schon beendet. Danach sollte man das Stofftier natürlich sofort verbrennen. Auf jeden Fall sofort verbrennen. Was hat das alles zu bedeuten? Das scheint nicht ein normales, ganz normales Spiel zu sein. Das, was hier passiert, das hat doch gar nichts damit zu tun, was hier steht. Das hilft mir doch alles nichts weiter. Oh. Aber wird da nicht vielleicht irgendwo ein Hinweis versteckt sein? Salzwasser? Die Puppe verbrennen? Ja. Im oberen Stockwerk, in dem Tatami-Raum, war doch ein Kamin gewesen. Ich muss irgendwas machen, um dieses Stofftier zu fangen und im Kamin im zweiten Stockwerk zu verbrennen. Dann können die vielleicht eine Chance haben. Und ich werde vielleicht gerettet werden. Und kann dann vielleicht aus dem Horrorhaus raus. Na gut, ich brauche jetzt erstmal etwas, um das Stofftier im Kamin zu verbrennen. Und natürlich, um es erstmal sofort zu fangen. Ich muss weitersuchen. Okay, geht es aus? Ja, ja, gut, das ist immer. Vorher würde ich sagen, speichern wir das mal. Bla, bla, bla. Und ja, dann müssen wir also mal wieder suchen. Irgendwas, um das Viech im Ofen oben zu verbrennen. Und wir haben ja schon ein Streichholz. Schon mal nicht schlecht. Das haben wir ja schon mal. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal den Ofen anzünden. Oh mein Gott, die Pflanze blutet. Es geht Blut an. Das ist bis jetzt das Grausamste, was ich in diesem Spiel gesehen habe. Eine blutende Pflanze. Also echt, tote Menschen kann ich ertragen, aber keine leidenden Pflanzen. Hier ist auch Blut. Gibt es denn hier noch was? Der Kalender ist beblutet. Die Pantoffeln sind blutet. Ich kann. Es sind blutverschmierte Letter drauf zu lesen. Buchstaben. So, hier nix, hier nix, hier nix. Toilette. Sie ist sauber gemacht. Es ist komplett. Was? Sie ist total schön sauber. Ganz anders als meine Toilette. Drecksau. Ist hier noch was? Boah, da hat jemand ein ganz schön blutiges Geschäft vollrichtet. Da scheint jemand okkulten Stuhl zu haben. Aber was ist das? Das ist ja widerlich. Wer geht denn da so kacken, ey? Habt ihr etwa auch gesehen, was ich gerade gesehen habe? War da ein Kopf auf dem Tisch? Wo gehört der denn? Oh Gott, warum hüpft der? Blatt ist verschmiert, ist ja noch schlimmer. Und hier Blutspuren an der Wand. Da sind immer noch Sitzkissen drin. Die Uhr zeigt sogar noch das Vergehen der Zeit an. Was? Es bringt mir jetzt auch nichts hier, ein Gebet abzuleisten hier am Hausaltar. Oh, bitte rette mich doch irgendwie. Hier ist nichts. Warte, was war da was drin jetzt? Hallo? Oh, sie ist zu voreilig, weißt du? Das Spiel will immer den. Nein, nichts dergleichen. Fehlanzeige, ich dachte, vielleicht ist da irgendwie zwischen dem ganzen Blut noch irgendwas zu finden, aber nein. Okay, wir wollten ja hoch und den Kamin anzünden. Bevor wir hier alles durchsuchen. So. Fokussieren. Mein. Okay. Wer ist das?
Was ist das für eine coole Musik, die du mit dir bringst, mein lieber Freund? Oh oh. Bluttipsel auf dem Boden. Das war dann wohl Herr Kajido, Yukas Vater. Die Leiche bewegt sich! Ja, einem Anschein nach schon. Schnell hier den Ofen anzünden. Hier ist Feuerholz. Zunächst muss ich hier was reinpacken, was leicht brennt. Wie, was? Hä? Streichholz. Wenn ich jetzt das hier anzünde, ohne noch irgendwas hier für Vorbereitung zu treffen, dann löscht sich die Flamme gleich wieder ausgehen. Ja, das ist natürlich sehr wahr. Ja, nur was benutzen wir? Den Körper von Herrn Kajiro hat er brennt bestimmt gut. Nein, natürlich nicht. Hier irgendwas gewesen? Im Zimmer von dem Bruder? Ich gehe jetzt einfach mal alles nochmal ab hier. Ah, ich glaube, ich habe die Lösung. Was gut brennt, vielleicht das Öl in der Küche. Das Öl in der Küche brennt doch bestimmt super. Das klingt doch nach einer Idee, die wir sofort mal verfolgen wollen. Wo war es hier, ne? Was? Hä? Salzwasser? Ich weiß zwar jetzt nicht, ob mir das was bringt, aber ich sollte es auf alle Fälle jetzt besser erstmal mitnehmen. Boah, da kam... Was macht die denn? Hä, was waren das für Geräusche? Nur um Salzwasser aufzunehmen? Vor allem hat sie das jetzt aus dem Hahn gedreht, oder was? Und das Öl. Das sollte ich benutzen können, um den Ofen anzumachen. Okay, haben wir das Öl gefunden. So, jetzt gucken wir nochmal. Öl. Wenn man... Was? Nee. Man kann damit irgendwas verbrennen, wenn man Feuer hat. Ja. Und das Salzwasser. Es ist Salzwasser, das man benutzen auf die verfluchte Puppe machen kann. Ja, genau so. So, jetzt Öl in den Ofen, in den Kamin oben. Und dann brennen wir den ganzen Laden ab. So. Hallo, Herr Kajiro. Ich gehe einfach mal an Ihnen vorbei, denn die sind einfach mal fucking lahm und sie können nichts. So. Öl rein. Öl in den Kamin. Gieß das Öl ins Feuer! Was? Ich muss zuerst etwas reintun, was leicht brennt! Damit die Flamme nicht ausgeht! Verstehst du das aber nicht? Du verstehst nicht, das ist nur fucking Öl! Also ich brauche eine Grundlage fürs Feuer. Eine Grundlage fürs Feuer, aber was? Gibt's hier irgendwas? Die Leiche von Yuka? Yukas Bett? Den Schrank? Die Bilder vom Okinawa-Urlaub, die wir eh nicht mehr brauchen. Das Jahrbuch vielleicht. Nicht? Blut kommt aus der Tasse. Das ist ja gruselig. Aha. Nichts dergleichen. Nein! Nein, der Daddy! Selbst er! Das ist irgendwie unheimlich. Was daran unheimlich? Blutender Teddy ist doch nicht unheimlich. Muss man einen richtigen Horrorfilm gucken, die Olle. Schnalle. So. Nothing to find here. Also gehen wir mal... Runter! Der verschmiert das ganze Haus, die Sau! Okay, ich habe vielleicht eine Ahnung. Vielleicht unten im Bücherlager. Oh. Ah! Who the fuck you, Alter! Oh. Wirf den Kopf hier von dem Alten rauf. Geht nicht. Ja toll, was mache ich denn jetzt? Das Lager. Bitte lass es keine Sackgasse sein. Lass es keine... Ah, ein Topf. Take the Topf und eat your fucking face. Pa, kaputt. Erstmal den Schweiß von der Stirn wischen. Und damit meine ich nicht den Angstschweiß, sondern den Schweiß von der sommerlichen Hitze, die hier trotz nächtlicher... Wie viel Uhr haben wir es? 2 Uhr sind es hier immer noch 50 Grad oder so in meinem Zimmer. Was ist hier? Komm. Alte Bücher! Die können wir doch bestimmt benutzen, um den Kamin zu entzünden. Sehr schlau. Dann stecken wir uns einfach mal die alten Bücher in eine Tasche. Statt sie zu lesen, werfen wir sie einfach mal in den Kamin. Bücherverbrennung per excellence. Scheiß auf die Bildungsreform. Wir verbrennen einfach das Wissen. So, hoch geht's. You can do nothing!
kopfloser Bastard. So, ich speichere nochmal. Sebe. Hoi. Sebe shimashita. Deba. Ich werfe mal hier das ganze Zeug rein. So, als erstes Grundlage bilden die alten Bücher. So, sind drinne, die stapeln wir mal hier drin. Und das sollte klappen. Ja, ja, das sollte klappen. Dann mach mal Öl rauf. Wow. Was für ein Geräusch macht die denn Öl auf alte Bücher? Bei mir klingt das ein bisschen anders. Was nicht implizieren soll, dass ich das öfters mache. Naja, ab und an. So, das sollte jetzt auch klappen. So, jetzt brauchen wir nur Feuer. Das Feuerzeug entzünden und machen damit den Kamin mal ganz schön lodernd, flammend. So, was? War geschafft. Ja, damit haben wir die Vorbereitung getroffen. Nun müssen wir nur noch irgendwie der Stoff dir fangen. Nun wie? Ist die große Frage. Wo bleiben denn jetzt die Hinweise, wenn man sie braucht? Ist hier noch was? Alter, wie soll ich den denn fangen? Oh. Ist da jemand? Lässt sich irgendwie nicht öffnen. Na, warum? Strange. Cooler Theme. Was macht man jetzt? Guck mal hier nochmal. Der PC ist ja schon aus. Hätte da nicht mal stehen können, wie man das macht. Noch was? Oh, und immer noch gießt es da draußen in Kübeln. Aber ist mir egal, ob das da draußen regelt, hagelt oder stürmt. Ich will einfach nur raus. Gibt's hier noch was? Außer Blumen, kaputten Telefon und riesigen Betten sowie Erste-Hilfe-Kästen oder irgendwelchen Schränken, die mit Kleidung gefüllt sind. Was habe ich denn noch? Salzwasser. Ja. Kann ich hier nicht benutzen. Ich habe jetzt keine Ahnung, was ich machen soll. Kann ich mich hier unter dem Kotatz verstecken? Mann, Spiel, verarsch mich nicht. Sag mir, was ich tun soll. Kann ich ja nur noch um 5 Jahre handeln. Oh my God! Magic Powers closes the door! Oh Mann. Ja, was soll ich denn machen jetzt? Für den Kopf? Oh my yeah. Oh, dann ess doch wenigstens hier ein paar von den Taschen. Die sind voll lecker. Hier was machen. Nichts. Kann ich jetzt hier durch? Ja, das wissen wir schon. Dahinter ist ja der Schuhschrank. So, dann gehen wir mal rum hier. Vielleicht können wir jetzt einfach das Haus verlassen. Vielleicht haben wir alles geschafft. So, raus. Verschlossen. Ja gut, was machen wir denn jetzt? Müssen wir jetzt nochmal hier alles abkarten, oder was? So, gucken wir noch einmal gemächlich hier. Vielleicht haben wir ja irgendwas ausgelöst wieder. Durch unsere Kaminentzündungs-Action gerade. Kann man vielleicht den Basketball benutzen, um den Bären irgendwie zu fangen? Ah, Klebeband. Oh, jetzt haben wir's. Ah, ganz genau. Damit kann ich doch das Stofftier davon abhalten, sich zu bewegen. Vielleicht klappt das ja. Dann haben wir jetzt auch Klebeband. Das müssen wir irgendwo auf den Boden kleben. Und das Stofftier dorthin locken. Was wäre denn ein guter Ort? Ich hab's! Vielleicht wäre dafür der große Saal im ersten Stock geeignet, in dem dieser enge Flur ist. Wenn ich es dort platziere, dann werde ich es sicherlich fangen, das dreckige, verkackte Teddy. Nuttenmonster-Viech. So. Und du, kopfloser Mr. Kajiro! Du wirst bald am Boden liegen, denn ich werde dir die Geister austreiben. So, hier? War das hier? Ah, da ist es doch schon. Wenn ich hier das Klebeband platziere, dann kann ich vielleicht das Dorf hier fassen. Und kleb's mal hin. So, warte, hier hin. So, Item. Ninja Kadepe. Kleb's hin. So, kleb's ran an den Boden. Wow, hast du akkurat gemacht. Sehr gut, Mädel. So, jetzt müssen wir nur noch das Viech finden. But where is it? Wir fangen einfach mal hier an. So, ich speichere aber nochmal. Natürlich nicht mit Items, sondern mit Safe. So. Hier ist er nicht. Vielleicht in der Küche. Es passiert was. Oh mein Gott. Oh oh. Mitsuketa.
Ich glaube, jetzt ist er wütend. Jetzt haben wir ihn beim Hans Meiser gucken gestört. Und das heißt, er will mich tot sehen. Oh, komm her, komm her. Du Monster, komm noch her. Ich krieg dich. Flupp. Ich hab dich. Ich hab dich gefasst. Du kleines Stück Scheiße. Ich pack dich jetzt. Ah. Hat sich ausgekichert. Kleines Bratz. Ja, was denn? Salzwasser benutzen? So, kippen wir erstmal den ganzen Brack darauf. So, auf das Viech Salzwasser gegeben. Und nun? Ah. Dies Teil muss ich verbrennen. So. Nehmen wir es in die Tasche. Wow, ich glaube, das scheint jemand nicht so glücklich zu sein. Zeit? Warum Zeit? Die haben auf jeden Fall die verfluchte Puppe eingesammelt. Und ist jetzt fest as sonst was hier. Schnell und dann geht's hier ganz gemächlich. Ist ja auch nicht schlimm, wenn die Zeit um ist. Sterben wir wahrscheinlich nur. Aber ist ja egal. Wir schaffen es. So, Puppe rein. Schnell verbrennen. Ab ins Feuer, den Otto. Und dann war's das jetzt hoffentlich. Brrrr. Brenn, du dreckiges, verkacktes Mistviech. Und wir haben es verbrannt. Es ist zu Ende. Zu Ende. Zu Ende. Yuka. Es tut mir leid, Yuka. Warum? Du hast den Zauber gelöst. Du hast nur Gutes getan, mein lieber Mikoto. Es war doch nicht dein Verfehlen. Chapter 1. End. Damit haben wir das erste Chapter abgeschlossen. Fabelhaft, das war ja klasse. Und hier sind wir am Speicherscreen. Und ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich einen kleinen Cut. Und begrüße euch in der nächsten Aufnahme-Session dann zu Chapter 2. Ich hoffe, euch hat das Spiel bisher gefallen. Ich muss sagen, ich bin nahezu begeistert. Mir gefällt es wirklich sehr gut. Die Story ist ganz cool. Und sehr abenteuerlastig. Also ich freue mich auf die nächste Aufnahme-Session. Also bis dann, meine lieben Leute. Gehabt euch wohl. Bis demnächst.